Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und heute kümmern wir uns um eine Schleife. Schleife ist ein Programmteil, der sich öfter wiederholt. Wie oft hängt an einer Bedingung. Heute sprechen wir über die sogenannte Do-While-Schleife. Eigentlich relativ selten genutzt und wir fangen trotzdem damit an. Wie beginnt man nun mit einer Do-While-Schleife? Mit dem Wörtchen Do. Okay. Do, das ist der Beginn der While-Schleife. Do-While-Schleife. Da machen wir irgendwo eine geschwungene Klammer auf. Irgendwo machen wir eine geschwungene Klammer zu. Ja. Und da dahinter steht noch While. Und da drin steht jetzt eine Bedingung, eine Condition. Und da drin stehen Statements, Befehle. Statement 1, Statement 2 und so weiter und so fort. So schaut es aus. Was wird da gemacht? Die Statements werden so lange wiederholt, bis die Bedingung falsch ist. Diese Bedingung, um die geht's. Also, du mach, du, das, so lange, while, das die Bedingung da erfüllt ist. Okay? Solange die Bedingung wahr ist. Genauso steht es da und genau das macht er. Ja? Do-While-Schleife. Ja? Wichtig zu erwähnen ist, ja, die Do-While-Schleife läuft auf alle Fälle einmal durch. Okay. Was soll das heißen? Wir kommen daher, wir führen das aus. Nachher wird ausgewertet, ja, ob die Condition true ist. Wenn es true ist, fahren wir wieder an und führen das aus. Wenn es true ist, passt. Und irgendwann ist false, dann machen wir weiter. Wenn die Bedingung beim ersten Mal schon false ist, kommen wir da runter, haben das aber schon einmal ausgeführt, die Condition ist false, und rennen weiter. Dann ist es so, wie wenn überhaupt keine Schleife da wäre, wenn die Condition von Anfang an schon false ist. Aber es ist zumindest einmal durch die Schleife durchgelaufen. Ja? Zumindest einmal durch die Schleife sind wir durchgekommen. Das ist das Charakteristikum der Do-While-Schleife. Wenn ich das nicht will, was mache ich dann? Ja, was mache ich denn, wenn ich die Schleife wirklich nur ausführen will, wenn die Bedingung wahr ist? Ja, und nicht auf alle Fälle einmal. Ja. Was mache ich da? Ich verwende eine andere Form der Schleife, und so die sogenannte While-Schleife. Ja. Wie eine While-Schleife funktioniert, werde ich im nächsten Video erklären, ja, herzahlen zumindest, und dann machen wir wieder sowas, dass wir einen Zettel auch haben. Ja. Also, nächstes Mal While-Schleife. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.